Hey Leute, hier ist wieder Mr. Kurab und, wie angekündigt, kommt hier mein Review zu Pokémon X und Y. Das hier ist mein erstes Video-Review, also habt keine Hemmungen und sagt alle Meinungen und Kritik dazu, die euch einfällt. Ich kann da jede Hilfe, jeden Tipp gebrauchen. Ach ja, und in dem Video werde ich nur bereits veröffentlichte Trailer verwenden, damit ich niemanden spoiler, der das Spiel noch nicht hat. Egal, zum Thema. Pokémon X und Y sind ja die ersten richtigen Pokémon-Spiele, die vollständig ja 3D sind und nicht mehr auf 2D-Sprites basieren. Das ändert allerdings nichts daran, dass sie im Grunde immer noch ganz klassische Pokémon-Spiele sind. Ihr sammelt und trainiert Pokémon, fordert die Arena-Leiter und die Top 4 heraus, erkundet eine neue Region und rettet nebenbei die Welt. Wer irgendwas anderes erwartet hat oder will, der ist hier leider falsch. Um auf die einzelnen Felder einzugehen. Präsentation. Absolut genial. Ich habe schon viele gute Grafiken auf dem 3DS gesehen, zum Beispiel in Kingdom Hearts 3D oder Kid Icarus Uprising. Pokémon toppt sie alle. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das so viel aus dem 3DS rausgeholt hat. Ich glaube, ich habe in dem Spiel, beim normalen Durchspielen, nie irgendwo zufällig ein Kantenflimmern oder sowas gemerkt. Ich musste mich auf die Suche danach machen, um es zu finden. Die Farben sind klasse, es gibt tausende kleine grafische Details und schöne Sachen. Die Animationen sind genial, die Pokémon in Kämpfen sehen erstklassig aus. Man bemerkt gar nicht den Unterschied, sie sehen aus, naja, wie Pokémon aussehen sollen. Dazu kommt klasse Design der Umgebungen, der Höhlen, der Wälder, der Städte, gerade die Städte. Fast jede Stadt hat irgendwas Einzigartiges und Außergewöhnliches an sich. Und dazu dieser Soundtrack. Der Soundtrack ist eigentlich, der Soundtrack ist im Grunde genauso genial wie die Grafik. Also, wer sich das entgehen lässt, der verpasst echt was. All das sorgt dafür, dass sein Pokémon nochmal ganz neu erlebt. Einzige Mankos sind, dass der 3D-Effekt eben aufgrund der schönen Grafik nicht immer aktiv ist. Die Grafik ist so gut, wenn auch noch der 3D-Effekt aktiv wäre, käme das Spiel in Stottern. In Kämpfen mit komplexen Animationen kommt es sogar manchmal leicht ins Rucken. Das ist schade, aber es zeigt auch, das Spiel holt wortwörtlich alles aus dem Gerät raus. Auch nicht so toll, die Kamera ist zwar sehr dynamisch, aber an einigen Stellen zu dynamisch und springt dann etwas unerwartet hin und her. Gerade in der Hauptstadt Illumina City fällt das manchmal negativ auf. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Story und Charaktere. Wie bereits gesagt, die Story ist nicht wirklich überraschend. Ziemlich Pokémon-Standard. Dasselbe zählt für die meisten Charaktere. In beiden Fällen gibt es die eine oder andere Ausnahme, mal eine ungewöhnliche Wendung oder ein unerwarteter Charakter, der plötzlich auftaucht, aber im Groben gibt es da keine großen Überraschungen. Das macht es nicht automatisch schlecht, aber an zum Beispiel die Story rund um N aus Pokémon Schwarz und Weiß reicht es leider nicht dran. Und zum wichtigsten Punkt, Gameplay. Das Gameplay ist im Grunde dasselbe geblieben wie in allen vorherigen Spielen. Rundenbasierter Kampf, Feuer ist stärker als Pflanze, Pflanze besiegt Wasser und Wasser ist besser als Feuer. Aber es gibt auch eine ganze Menge Verbesserungen und Neuerungen. Der neue Feentyp mischt das Typverhältnis schön auf, man muss sich einige Sachen ganz neu merken und vor allem dabei bedenken, dass einige alte Pokémon jetzt einen neuen zweiten Typen haben und daher nicht mehr dieselben Schwächen und Stärken. Dasselbe bewirkt auch die Mega-Evolution, so muss man jetzt bei einigen Gegnern wirklich aufpassen, dass sie nicht plötzlich so einer aus dem Hut ziehen und das Pokémon viel stärker und gefährlicher wird, als man erwartet hat. Dazu haben auch viele andere neue Pokémon coole Typkombinationen, die es bis jetzt noch nicht gab, was ganz neue Taktiken ermöglicht und interessante neue Konzepte bietet. Zu einigen anderen neuen Features, Pokémon Army ist ganz nett, aber jetzt nicht das absolute Must-Have. Es ist halt schön, dass man mit seinen Pokémon so ein bisschen rumspielen kann, wie Nintendogs. Supertraining ist sehr nützlich, wird zwar auch langweilig, aber längst nicht so, wie wenn man EV-Training auf normale Art und Weise machen könnte. Großes Plus ist, dass man die DV und EV hier direkt sehen kann. Das PSS, das Player Search System, ist eine der größten Stärken des Spiels. Noch nie, wirklich noch nie, war der Multiplayer so nahtlos und direkt integriert. Ich erinnere mich noch an meine alten Editionen, jedes Mal zum Kämpfen oder Tauschen, sich durch Boxen wühlen und Boxen wechseln und die Pokémon zusammensuchen und ins Pokémon Center gehen und in den ersten Stock gehen und so weiter und so fort. Alles nicht mehr nötig. Zwei Klicks und du bist im Kampf oder im Tausch oder wo auch immer und schon mittendrin. Es ist vielleicht nicht das Pokémon MMO, das wir uns alle gewünscht haben, aber es ist verdammt nah dran. Auch Sachen wie das neue Outfit-Feature oder die Trainer-Promo-Videos sind sehr cool, aber wenn ich jetzt auf alles eingehen würde, würde das Video viel zu lang werden. Größter Pluspunkt, das spielt eine unglaublich geniale Balance.
Damit meine ich nicht nur, dass die Typen zwischen den Pokémon ausgeglichen sind, sondern dass das Spiel wunderbar durchzuspielen ist. Es kommt nie die Stelle, wo dir langweilig wird, wo du keinen Bock mehr hast oder wo man grinden muss. Man hat immer was zu tun, man ist immer in Bewegung, man bleibt nie zu lange an einem Ort, als dass einem langweilig werden könnte. Man ist immer unterwegs. Gleichzeitig wird man aber auch nie direkt mit Aufgaben zugeschmissen. Tu dies und das und jenes und schau dir das an, probier das unbedingt aus. Man fühlt sich nie überfordert oder sowas. Alles hat genau die richtige Länge oder Größe. Entsprechend Gesamtfazit, Pokémon X und Y sind erstklassige neue Pokémon-Spiele. Wer schon vorher nichts mit Pokémon anfangen konnte, der wird auch X und Y vermutlich nichts abgewinnen können. Aber für alle Veteranen und Neuzugänge unter den Pokémon-Trainern ist das Spiel eine absolute Kaufempfehlung. Ich gebe Pokémon X und Y 9 von 10 möglichen Punkten. So, das war's mit meinem Review. Bitte sagt mir, was ihr davon haltet. Und wenn es andere Spiele gibt, von denen ihr gerne Reviews haben wollt, oder einfach nur meine Meinung haben wollt, schreibt's in die Comments und, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, mache ich's vielleicht. Ist hier auch erstmal nur ein Experiment. In dem Sinne, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Kurap.